Welcome back bei Rauchen Carrot to Go, wo wir uns heute mit eurer Frage beschäftigen, was passiert bei der feuerpolizeilichen Beschau? Anders als der Name vermuten lässt, hat diese Beschau nichts mit der Polizei, sondern mit dem Rauchfunkkehrer zu tun, denn sie ist eine Brandschutzberatung. In Niederösterreich findet sie einmal innerhalb von 10 Jahren in allen Häusern statt, die eine Benutzungsbewilligung durch die Gemeinde haben. Bei der feuerpolizeilichen Beschau geht euer Rauchfunkkehrer mit euch durchs Haus und hilft euch, auf jene kleinen Gefahren aufmerksam zu werden, die jeder von uns in der Hektik des Alltags leicht übersehen kann. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den gefährdeten Räumen wie zum Beispiel Dachboden, Heizraum oder Garage. Aber auch in den anderen Räumen achtet euer Rauchfunkkehrer darauf, dass euch zum Beispiel brennbare Lagerungen nicht gefährlich werden können. Die Beschau ist neben der Wichtigkeit für Leib und Leben auch für die Versicherung interessant. Denn oft sind es die kleinen Unachtsamkeiten wie der abgelaufene Feuerlöscher oder die offengelassene Brandschutztüre, wegen denen im Brandfall die Versicherung dann nicht zahlt.